Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Es geht allen Anschein nach schon zum Schloss. Bowsers Bob-Omb-Brigade. Peach! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich es geschafft, dich von meinem Kanal zu entfernen. Nach deinem Angriff auf alles, was mir lieb und teuer ist. Und der flog ein Pixel Luigi durch die Luft. Und jetzt bist du wieder hier. Naja. Manchmal muss man einfach lernen, miteinander auszukommen. Ob man es will oder nicht. Es sieht doch ganz danach aus, als wäre hier oben ein grüner Stern. Und es ist tatsächlich auch so. Da ist schon wieder ein Pixel Luigi. Habt ihr ihn gesehen? Ich hasse solche Level, zu langsam vorangehen. Da wird man ungeduldig. Aber wir haben erst einen grünen Stern gefunden. Das heißt, der Großteil des Levels liegt noch vor uns. Auf jeden Fall. Doch die sammelbaren Objekte. Ja. Es sieht doch ganz danach aus, als wäre hier was. Oder? Au! Ich sehe den grünen Stern aber auch sehr spät. Egal. Ich hab ihn. Warte, das ist der letzte. Wo war denn der zweite? Okay, jetzt wissen wir aber auch wenigstens, wo der Stempel ist. Und wo der erste und dritte grüne Stern sind. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach dem zweiten suchen. Wir hätten das Level jetzt sowieso nochmal machen müssen. Also habe ich euch sogar noch ein bisschen Zeit gespart. Von den Bomben nehme ich jetzt nur im Notfall Gebrauch. Obwohl ich mir denken kann, dass der Grünstern, nach dem ich suche, in einem von diesen Blöcken versteckt ist. Oder jetzt nicht speziell von diesen Blöcken, aber in einem zerstörbaren Block von... Das geht ja schon mal gut los. Mit so einem tollen, tollen Level. Schönen Dank. Ich hab dich auch lieb, Feuerbruder. Ganz doll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt überhaupt kommentieren soll. Einfach weil dieses Level so langsam vorangeht und man einfach hier irgendwie nichts machen kann. Außer zu warten. Das kann ich nicht ausstehen, ganz ehrlich.
Damit wissen wir schon mal, ist nicht hier drin. Wir haben ja diese Blöcke in die Luft gejagt. Aber da, da wird bestimmt was sein. Irgendwas. Yep. Schaut mal, wie langsam ich gehen kann. Es macht einfach keinen Unterschied. Peach! Peach, warum bist du nicht geschwebt? Geschwoben? Wie sagt man das? Oh, und es gibt noch nicht mal irgendwie einen Checkpoint oder sowas. Oh, dieses Level regt mich auf. Wir wissen jetzt zwar wenigstens, wo alles ist, aber... Oh. Ich mag dieses Level nicht. Ich kann verstehen, warum Let's Play Markus Scrolling Level so liebt. Oh, immerhin haben wir das geschafft, sonst hätte ich das Ganze nochmal machen müssen. Ja. Endlich. Okay, bum bum. Oh wow. Du bist so eine Gefahr für die ganze Menschheit. Das war ja so täuschend. Du warst so eine Bedrohung. Naja, man hat es geschafft. Sehen wir das Ganze mal positiv. Jetzt brauchen wir nur noch die goldene Flagge und dann ist alles in Ordnung. Dann müssen wir hier nie wieder rein. Sehr schön. Dann ab in ein Level, der vielleicht ein bisschen aufregender ist. Wozu braucht man eine Schrauben, also einen Schraubenzieher, der auf beiden Seiten das gleiche hat, wenn man zwei Schrauben gleichzeitig so drehen will? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Man wird doch sowieso nur eine von den beiden Seiten benutzen. Naja, ich hinterfrag's mal nicht.
Boss Blubarios großer Auftritt. Blubario, also. Ach, wir sind auch nicht doppelt. Ja, ja, der Typ. Warum ist der hier jetzt nicht nochmal aufgetaucht, der jetzt kommt? Der wäre doch auch irgendwie ein Mario Party Charakter oder sowas. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, sage ich und werde gleich getroffen. Aber es ist trotzdem einfach. Und werde wieder getroffen. Ich sollte aufhören, sowas zu sagen. Einmal treffen und dann haben wir den auch schon besiegt. Also ja, das war dein großer Auftritt. Habe ich das richtig verstanden? Kein Wunder, dass du gleich aussortiert wurdest. Sind alle zusammen fusioniert, die drei. Wow, ich habe drei Luigis und keiner schafft es hoch. Dann gehen wir jetzt wirklich in die nächste Welt. Wo es jetzt hoffentlich wieder aufregender ist. Weil das war jetzt auch nicht wirklich aufregend. Okay, jetzt da wir aber schon mal so zwischen den Welten sind, möchte ich nur mal kurz gucken, ob wir denn auch wirklich alles bisher geschafft haben. 6B fehlt uns noch. Okay. Gut, dass ich dann doch noch mal nachgeguckt habe. Was ist denn 6B? Du bist 6A. Muss doch hier noch irgendwas sein. Nee, warte, hier war dieses kleine Häuschen. Hm? Irgendwas stimmt hier nicht. Das haben wir ja auch geschafft. Ist auch nicht 6B. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Au! Natürlich. Boah, darauf wäre ich echt nicht gekommen, wenn wir jetzt nicht nachgeguckt hätten. Schon wieder Peach. Okay, irgendwer hat den da umgebracht, den Boomerang-Bruder. Soll mir auch wurscht sein. Naja, jetzt geht's aber in ein Level, der wirklich interessant ist. Hoffentlich. Nach einer Viertelstunde. Oh, Welt 7, hier komme ich.
Oh ja, das sieht doch sehr aufregend aus. Welches Schloss? Das Fort der Feuerbrüder. Ein Peach und Luigi Part, okay. Alles blau. Gibt's blaue Lava? Ich habe noch nie blaue Lava gesehen. Ich glaube, die gibt's gar nicht. Ich glaube, ihr wollt mich alle nur reinlegen. Du auch. Okay, was ist da jetzt passiert? Egal, was passiert ist, du bist schuld. Oh. Okay. Gut zu wissen. Ja, kommen diese Blöcke doch mal runter. Danke. Das wollte ich nicht. Meine Güte. Jetzt komm schon. Geht doch. Goodie. Da oben muss doch irgendwas sein. Luigi, du bist hier der Hochspringer. Also spring auch gefälligst hoch. Okay, was haben wir hier? Ah, ich verstehe. Das war ja einfach. Schön, dann nur noch einen grünen Stern. Sollte hinzukriegen sein. Und da wissen wir auch schon wo. Tada. Auch ein Klacks. Blaues Feuer ist ja heißes, heißer als rotes Feuer. Sollte dann das Glas nicht schmelzen von den Röhren? Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Vielleicht ist ja blaue Lava kälter als rote Lava. Ich weiß ja nicht, was die Logik hier in dieser Sache ist. Aber das soll mir jetzt mal egal sein. Ich bin kein Chemielehrer. Nicht im geringsten. Chemie ist mein Hassfach. Ich hasse Chemie so über alles. Neben Latein. Latein war auch scheiße, aber das habe ich jetzt nicht. In der Schule. Nicht mehr. Okay, in welches Level wollen wir als nächstes? Ich denke mal, das, was mit 2 markiert ist. Fackeln in der Finsternis. Ach, Mario. Dich haben wir heute noch gar nicht gesehen. Das ist ein sehr interessanter Level. Das sieht man schon auf den ersten Blick. Ja, auch nett, wie die einen ja immer überraschen. Das weiß ich in diesem Spiel sehr wertzuschätzen. Einfach die ganzen Stachis besiegen und schon ist alles in Ordnung.
das irgendwas zu bedeuten? Nein, nur Deko. Ah, hier ist was. Der zweite grüne Stern. Komm, komm's mal her. Tada. So kann man es auch machen. Hierfür krieg ich nichts. Okay. Dann ist dem so. Ja? Okay. Na, hier wollen wir lang. Exzellent. Ja, so geht's halt eben auch. Daran konnte ich mich sogar noch erinnern. Ha. Na, Mario kann ich auch genug springen. Doch, keiner. Dann ist ja alles gut. Okay, warte ich jetzt noch, denn ich will den Level nicht nochmal machen müssen, denn es lief so gut. Oh, komm. Na gut, dann speedrunnen wir das Ganze einfach mal. Wie klingt das? Kleiner Speedrun. Mit Toad. Ja, der bietet sich dafür gut an. Aber die Sache ist, kann er am Ende nur genug hoch springen. So. Tja, mit Toad geht das wirklich schnell. Sogar ein bisschen zu schnell zum Reagieren. Nur das ging nicht schnell. Na schön, dann sind wir jetzt wieder am Ziel. Nur noch wirklich die Flagge erreichen. Wie machen wir das? Mit einem normalen Sprung. Naja, immerhin haben wir es geschafft. Dann habe ich noch diesen Level hier in diesen Part rein. Hitzige Hetze. Das klingt ja nach etwas, was man schnell machen kann. Ja. Wieder so ein... Ah! So ein Turbofeld-Level. Die mag ich eigentlich, die sind cool. Ist hier vorne irgendwas? Das muss ich wissen. Da ist tatsächlich etwas. Irgendwas. Ach, die wollen mich doch nur ablenken. Puh.
So einen Fail muss man auch erstmal hinkriegen. Jetzt komm mal her. Oh, das war knapp. Wäre aber noch nicht mal so notwendig gewesen. Naja. Wir haben nicht viel Zeit. Was? Was haben die sich darunter jetzt vorgestellt? Aber da ist sonst nichts. Ich kann mich auf den Stempel konzentrieren. Ja, verstehe ich das richtig? Wir haben ja schon zwei Gegenstände hier so gefunden. Jetzt wird zwar nochmal einsammeln, aber egal. Ja, da, okay, der dritte Grünstern ist weiter hinten, also kann ich mich da auf den Stempel konzentrieren. Das ist auch gut zu wissen. Da ist er. Nein, nein, ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Ich war unsichtbar. Wie kann das? Okay, es waren wegen diesen Invincibility Frames oder was auch immer. Aber trotzdem. Da konnte ich nicht abspringen. Immerhin kriegen wir dadurch viele Münzen. Was uns auf Dauer aber nicht allzu sehr hilft. Leider. Ah, Stern. Schwebt nicht so lange rum. Ich habe fast keine Zeit mehr. Wann hatte ich schon mal Zeit im Leben? Ah! Oh, toll. Zum ersten Mal kriegen wir da diesen Block angeboten. Dann kommt, wenn man oft am Anfang eines Levels stirbt. Was aber hier in diesem Level eigentlich nur der Fall sein kann, weil es hier keine Checkpoints gibt. Aber ich werde ihn nicht in Anspruch nehmen. Oh, komm schon, Luigi. Der hilft mir in diesem Level eh nicht wirklich. Also, den kriegen wir zwar irgendwie so ein Tanuki-Blatt, aber... Und wir sind unbesiegbar. Okay, vielleicht würde er mir doch helfen. Aber... Ich brauche den nicht. Ich kann das auch so. Endlich. Ach, wurscht. Ich hätte da auch eh nicht anhalten können. Nein! Da ist mir jetzt die Zeit ausgegangen, oder? Oh, fail. Das ist so ein Level, in dem könnte ich dann Peach gebrauchen. Weil schnell ist man hier sowieso.
Aber dann kann ich wenigstens noch schweben fürs Ende. Luigi. Ich mag Luigi, ja. Aber in diesem Spiel ist er irgendwie unnötig. Also, nicht unnötig im Sinne von, als Charakter, aber seine Fähigkeit ist eigentlich recht unnötig in diesem Spiel. Klar, er kann höher springen, aber irgendwie hilft mir das nie. Und wenn es mal irgendwas bewirkt, dann ist es eigentlich immer, dass ich über irgendwas hinausspringe, was ich eigentlich haben wollte. Und ich weiß nicht, ob das hier jetzt einfach daran liegt, dass es hier so, dass man hier so schnell ist, oder ob Luigi so rutschig ist, dass ich immer irgendwie von der Stage abrutsche. Und irgendwie, manchmal springt er einfach überhaupt nicht hoch. Luigi. Jetzt mal so ganz im Ernst. Was ist hier dein Problem? Das sollte doch zu schaffen sein. Okay, Luigi, jetzt aber ernst. Ah, endlich. Ja, so viel zu... Das kann man schnell erledigen. Das war gar nicht mal so einfach. So, bevor ich es dann vergesse. Das hier wollen wir ja einsammeln. Wir kriegen die Stempel noch voll. Stimmt's, Pixel Luigi? Du beobachtest die Feen irgendwie in jedem Feenhaus. Stalker. Naja, wir haben das jetzt geschafft. Dann geht's im nächsten Part weiter mit Bullies in der Lava fort und was auch immer in dieser Röhre ist. Ah ja, bis dann, ciao.